Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar geht es heute wieder weiter mit dem Ox-Inventar. Denn ich habe mir gedacht, wir machen das Step by Step alles einmal durch, damit es weniger Fragen gibt. Und ihr so dann auch komplett wisst, wie es geht. Ja, heute befinden wir uns an der Crafting Bench, ja, also an der Werkbank. Und wir können momentan halt nur Lockpicks herstellen, ja, wenn wir auch so die Items auch dafür haben. Das heißt, hierfür brauchen wir halt Metall und einen Hammer. Ja, einen Hammer könnt ihr euch einfach mit dem Command hier geben. Ne? Ja, und dann klappt das auch. Ja, wir haben jetzt hier auch eine Haltbarkeit. Das heißt, wenn wir dann craften gehen, wird auch eine Haltbarkeit abgezogen. Aber das würde ich sagen, schauen wir uns jetzt halt alles einmal an. Dazu gehen wir natürlich wieder zurück und ja, gehen dann in das Ox-Inventar, gehen auf Data und hier haben wir die Crafting.lua. Wenn wir uns die jetzt einmal korrekt anschauen, werde ich euch Stück für Stück alles einmal erklären, wie das Ganze hier aufgebaut ist und was ihr machen könnt. Und zwar hier haben wir das erste Item, ja, und zwar den Lockpick, den wir halt herstellen können mit Metall. Ja, wir brauchen 5 Stück. Und hier sehen wir schon, es wird ein Werkzeug benutzt bzw. gebraucht. Und hier haben wir die Haltbarkeit, die dann abgeht von diesem Hammer. Das heißt, wenn wir so das halt ausführen, wird eine Haltbarkeit von 0,05 halt vom Werkzeug abgezogen. Somit könnt ihr das hier auch den Wert verändern. Somit vielleicht soll das halt noch mehr abnehmen pro Eimer craften. Ja, hier haben wir die Rotation, so das heißt, wie lange so gecraftet wird. Und hier ist das Endergebnis, was wir dann später dann rausbekommen. Um jetzt ein neues Item hinzuzufügen, müssen wir das Ganze hier einfach kopieren und schreiben das Ganze dann hier unter. Jetzt müssen wir hier noch den Itemnamen definieren. So, das heißt, wir machen das Ganze jetzt mit Brot. Ja. Und wir brauchen dafür kein Metall, sondern ich würde sagen Holz. ja, zum Zeigen, so damit ihr das Ganze auch nachbauen könnt, denn diese Items habt ihr auch im ESX Pack mit drin. Genau. Wir brauchen dafür auch den Hammer, würde ich sagen. Und ja, ich würde sagen, das reicht auch so, wie es ist. Ja, wenn ihr es halt alles eingestellt habt, könnt ihr das Ganze hier einfach abspeichern. Und dann ziehen wir das Ganze jetzt nur noch auf den Server. Das heißt einfach zack, rüberziehen, überschreiben und den Server neu starten. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. So, wenn wir dann angekommen sind, müssen wir uns natürlich einloggen und so weiter und so fort. Und ja, ihr findet hier auf jeden Fall ein Blip, ja. Und den haben wir zweimal, weil wir zwei Positionen haben, ja. Das Ganze können wir auch nochmal in der Config nachlesen, und zwar haben wir das hier, so bei Zone. Und zwar haben wir hier so den ersten Blip. Und hier den zweiten, also die Position. Hier unten können wir den Blip halt einstellen. Halt hier die Blip-Form, Farbe und Größe. Hier können wir halt jeweils die Koordinate eingeben, wo sich das Ganze befinden soll. Und hier, wie weit man craften kann, also in welchem Umkreis. Und die Rotation natürlich. So, jetzt schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Und auch da ist, und zwar haben wir das Ganze jetzt hier. Einmal haben wir hier den Lockpick und einmal haben wir hier das Brot. Und ja, wie gesagt, so die Bilder könnt ihr euch noch hinzufügen.
einfach so das letzte Video anschauen, oder ich packe euch das Ganze nochmal in die Videobeschreibung. Und ja, hier können wir dann sehen, wir brauchen halt so den Hammer und wir brauchen 5x Metall für den Lockpick, und für das Brot jetzt brauchen wir auch den Hammer und einmal 5x Holz. Ja, und wenn ihr so das Ganze craften wollt, so, dann macht ihr das so, einfach zack, reinziehen und dann geht's auch schon los. Ja. Und somit haben wir jetzt 2x Brot hier bekommen, ja, und können das Ganze auch jetzt snacken. So. Und ihr könnt natürlich auch noch, wenn ihr euch, wenn ihr wisst halt, wie viel ihr craften wollt, könnt ihr das Ganze auch so machen, dass ihr jetzt so sagt, jo, ich stelle gleich 5x her. Das heißt, es wird dann auch mal 5 dann abgezogen. Also der Hammer hat jetzt schon Haltbarkeit abgenommen. Das heißt, wenn wir es jetzt nochmal ein paar Mal machen, das heißt, ja, wir machen das Ganze einfach nochmal. So, und nun ist er schon fast im roten Bereich, ja. Ja, so einfach könnt ihr es machen. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao, ciao. Wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.